Guten Morgen. Leib am Schafod am Namen Jesu, komm ich nicht dir, und ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Und ich bete im Namen Jesu, dass du uns liest, ein rechtschaffen zu leben. Dass wir einfach uns von dir leiden lassen. Dass dienen jetzt jeden Tag schenkt uns in Jehusalem Wort. In Jesu Namen. Amen. Saul hat große Schwierigkeiten, immer war er kommen bei sein Jäst über am Schwelldamm. Und dann war Jesaja da, dass wir schwommen dann. Ich glaube, das Weite, das er verworfen wird, dass er seine Chance verspielt hat. Damit war er nicht fertig im Leben. Und das ist mir auch verständlich. Und dann seht er seine Diener zu ihm, er soll doch wem holen, was auf der Hof spielen soll, was singen soll. Das geht jetzt mal, wenn das bei seinem Jäst am Überfall, am dort der Anbau der Tochleit. Also 18. Vers 17 von Kapitel 16, ja, antwortete Saul, sucht mir einen guten Harfenspieler und holt ihn an den Hof. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe, einen Sohn Isais aus Bethlehem. Er ist nur nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr steht ihm bei. So, ich glaube, dass all das andere vielleicht nicht so wichtig ist, was das Mensch hier erwähnt, aber dass Gott mit ihm ist. Wie weit er der Geist Gottes ab ihm ist. Und wie seine in dieser Geschichte eine sehr wichtige Sache, dass der Lobgesang im Lobgesang Macht hat. Die Bibel sagt in den Psalmen, dass Gott wohnt mit einem Lobgesang. Und wenn Gott wohnt, dann hat der Feind auch wenig Ruhm. Da wenn sie mir sehr bewusst hat, wie viel mein Lobgesang tüs haben soll. Dass wie die Sache, was das bei so untreibt, die soll wird an dem Haus rutschaufen. Und die Sache, wo Gott sich Geld fällt, soll wir an dem Haus fördern. Und da ist der Lobgesang an erster Stelle, die Gehorsam, das Gebet. Sofort sandte Saul Boten zu Isai und sie ließen ihm ausrichten, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an dem Königshof. Da schickte Isai seinen Sohn zu Saul und gab ihm Geschenke für den König mit, einen Esel beladen mit Broten, einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock. So kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum bat er Isai, lass doch David endgültig in meinem Dienst treten, denn ich hatte ihn sehr gerne bei mir am Königshof. Immer wenn er hörte, wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Harfe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Also hier sei wie die Macht des Lobgesangs. Die Macht, was im Singen, im Gott loben, Gott wirklich anbeten ist und wie weit der David in wirklich anbeten ist. Der Beise jetzt muss verloten. Was habe ich diese Geschichte lernen? Ich glaube, wir können da viel lernen von dem, was kreitet, was Gottes Jehen wird antreibt. Wenn wir am Loben, wenn wir am Anbeten, wenn wir am Herrschen. Ich glaube, immer war das, mit immer war darüber nur denken, wenn Gott mit einem Lobgesang seines Volkes wohnt, wer wohnt dann im Morgen in der Unzufriedenheit, im Schalle, im ständig Nörgeln?
Wohnt er da nicht, dat jähn da, wohnt er nicht, der jähn wird vom Beißen. I love you. Und ich glaube, wie man das lehrt, einfach dort wie in unserem Haus eine Stimmung haben, nachüber, dass Gott sich bei uns Geld freut. In Lobgesang, in Gehorsam, in Geudet, in all dort Schlechte, was am Fernheit in unserem Leben, in unserem Haus getroffen. Herr, ich bete, wie das Prinzip verstanden. Und dort anstatt im ewigen Leben hat. Und wie wirklich weiter wichtig dort ist, die zu loben, die vom Herzen zu loben. Und dort Dinge ist, sich Geld fällt, wo man die läuft, wo man die herrscht, wo man die anbetet hat. Halt uns dort überleben im praktischen Alltag, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.